Hallo und herzlich willkommen auf beatmaking.de. Mein Name ist Paul der Held, aka PDH Beats, und in diesem Video erzähle ich dir 10 808-Techniken, wie du deine 808 so richtig fett kriegst. Wenn du wissen willst, wie das geht, dann bleib auf jeden Fall dran. Nach dem Intro geht's los! Ja! Doch erstmal Werbung in eigener Sache. So viele schauen diesen Kanal, sind aber noch keine Abonnenten. Wenn du mich gerne unterstützen möchtest, dann lass mir doch ein Abo auf diesem Kabal da und vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren. Würde mich megamäßig unterstützen. Am Ende dieses Videos verrate ich dir auch noch meine geheime 808-Technik, wie du Kick und 808 wirklich so zusammenkriegst, dass sie punchen, und dabei rede ich jetzt nicht von Sidechain Compressing, das wäre auch zu einfach, also dranbleiben lohnt sich. Doch bevor wir anfangen können mit den 808s, muss ich erstmal den PC anmachen. Also bis gleich. Jetzt bin ich am PC, ich habe FL Studio schon mal geöffnet und ein kleines Drum Pattern einprogrammiert, das klingt wie folgt. Nichts Besonderes, ich habe hauptsächlich Cymatic-Samples benutzt aus Free-Drum-Kits, die mal rausgehauen haben, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, falls du gute Drum-Samples suchst. Der Free-Stuff, den die haben, ist immer sehr, sehr nice. Das Hi-Hat-Pattern hier hat einige kleine Hi-Hat-Rolls, und jetzt fehlt nur noch ein Piano, was ich einspielen werde. Let's go! Ja, ich habe das Piano jetzt nochmal ein bisschen quantisiert, nochmal ein bisschen schön gemacht, und das Ganze klingt so. Ich denke, damit kann man schon mal arbeiten. Und nun kommen wir zum allerersten 808-Tipp. Tipp Nummer 1. Die Sound Selection. Ganz, ganz wichtig ist natürlich, für welchen 808-Sound du dich am Ende des Tages entscheidest. Ich habe jetzt hier mal einige 808-Sounds rausgesucht. Und du hörst, die klingen alle ziemlich unterschiedlich. Was ganz wichtig ist und worauf du definitiv achten solltest, ist, dass du immer eine passende 808 suchst für dein Drum-Pattern und für deine Melodie. Das hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Und zwar Faktor Nummer 1, welche Tonart hat deine Melodie? In unserem Fall ist die Tonart A-Moll. Und es bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel eine 808 nehme, wie diese hier, die in C ist, dann muss ich, um die Melodie zu spielen, relativ hoch gehen. Und dann kann es sein, dass die 808 nicht mehr so gut klingt. Deswegen würde ich eher eine 808 nehmen, die schon so in dem Pitch in der A-Range ist. Also hier zum Beispiel diese mit A ist oder mit GIS. Ich habe mich hier für diese mit GIS entschieden. Und schlau wie ich bin, habe ich hier schon mal ein kleines Pattern einprogrammiert. Und wie du hören kannst, ne, das passt natürlich ganz, ganz gut. Und das ist mein erster Tipp, Sound Selection. Achte wirklich darauf, dass du gute 808s nimmst, die gut mit den Kicks zusammenpassen. Wenn du gar keine Ahnung hast, dann such dir Drum Kits. Da sind halt meistens schon Kicks und 808s, die ziemlich, ziemlich gut zusammenpassen. Meistens ist es aber eher einfach eine Gehörsache. Nun zum Tipp Nummer 2, der auch noch relativ basic ist, aber nicht zu verachten, und zwar die 808 zu tunen. Manchmal spielst du eine 808-Melodie ein und die ist eigentlich in Key und du wunderst dich, warum es total merkwürdig klingt, und dafür ist es extrem wichtig, deine 808 zu tunen. Hier bei diesen Cymatics 808-Samples steht immer dahinter, welche Tonart es ist, ne? Wie auch bei diesem hier, das ist halt C. Da können wir hier oben auf den Schraubenschlüssel klicken und sehen auch schon, die ist hier auf C getuned. In FL Studio und den meisten anderen Digital Audio Workstations ist das Sample meistens standardmäßig auf C getuned. Hier zum Beispiel haben wir aber noch eine 808, die DJ Spins 808. Das müsste auch C sein. Oder die Southside 808. Und da, um den Pitch herauszufinden, weil er nicht dort steht, also da steht nur Southside 808, klicke ich auf Edit in Audio Editor,
klicke hier Rechtsklick auf Regions und Detect Pitch Regions. Und wenn ich jetzt mal hier mit Steuerung und meinem Mausrad ein bisschen ranzoome, sehe ich, wir haben hier am Anfang GIS, dann FIS und dann F. Die meisten 808s haben am Anfang Pitch Bend und das unterscheidet auch die 808 von einem ganz normalen Sinuston oder einer anderen Soundquelle, und zwar, dass es am Anfang höher ist und dann runter geht. Hier bei der 808, finde ich, hört man es ganz gut. Das so. Und deswegen müssten wir, um unsere 808 zu tunen, hier das F als Referenz nehmen und dann hier über den Schraubenschlüssel, ich habe das hier mal schon gemacht, auf das F klicken. Und dann ist deine 808 richtig getuned und du kannst dir sicher sein, dass da nichts falsch ist. Als nächster wichtiger Tipp, der eigentlich auch noch mit zu diesem zweiten Punkt zählt, ist, wie findest du denn überhaupt heraus, welche 808-Noten du spielen kannst? Dazu musst du natürlich wissen, in welcher Tonart dein Sample oder deine Melodie ist. Hier in meinem Fall habe ich jetzt eine Piano-Melodie eingespielt, die in A-Moll ist. Weil ich sie eingespielt habe, weiß ich das natürlich. Aber wenn du das nicht weißt und du hast einfach irgendwelche Noten reingeklickt und bist jetzt nicht so super begabt, dann kannst du dir einfach einen Sampler reinladen in FL Studio, öffnest die Piano Roll, beziehungsweise ich füge jetzt hier einfach mal meine Melodie ein. Ja, dann sehen wir die hier. Und ich gehe nochmal zurück auf meine 808. Ich mach mal ein neues Pattern einfach. Zack, füge hier nochmal meine Melodie ein und öffne hier meine 808 Piano Roll. Und hier siehst du jetzt, dass ich hier Ghost Notes habe. Und ich weiß ganz genau, dass wenn ich jetzt hier immer die unterste Note nehme, dass da immer meine 808 perfekt drauf passt. Was machst du aber, wenn du die Melodie nicht selber eingespielt hast und nur ein Sample? Dann musst du natürlich wissen, welche Tonart das ist. Und du kannst in deinem Sampler hier oben diese Auswahl benutzen. Hier findest du Scales. Ich nehme jetzt mal Natural, weil das ist jetzt hier in meinem Fall richtig. Und kann die hier einzeichnen. Zack. Und dann nochmal eine Oktave weiter darunter. Und dann kopiere ich mir das Ganze nochmal. Nochmal eine Oktave darunter und gehe wieder in meine 808 und sehe, na, nicht ganz. So, sehe hier in meinem 808-Pattern, zack, 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 liegt alles auf den weißen Noten, ist also alles in Key. Immer ganz, ganz wichtig, um sicherzugehen, dass deine 808s nicht schief klingen. Wenn du herausfinden möchtest, ob deine 808s richtig sind und du es einfach nicht hörst, weil du beispielsweise keine gute Abhörsituation hast, wo du die Bässe gut raushören kannst, dann einfach Tipp, Steuerung, Pfeil nach oben und dann das einfach mal eine Oktave höher hören. Da hört man immer ganz gut, finde ich, ob es im Key ist. Wir spielen das jetzt mal ab. Ja, ich würde sagen, das passt. Dann kommen wir zum dritten Tipp, und zwar ADSR und Envelope. Also standardmäßig ist die 808 meistens hier in FL Studio bei Group auf nicht Cut gestellt und auch hier ist kein Envelope drin. Dann würde das Ganze so klingen. Also du hörst nicht so geil, weil dieses 808 Sample sich überlagert. Dann gibt es natürlich die einfachste Möglichkeit, hier auf Cut Itself zu drücken und dann schneidet immer der Anfang einer Note das Ende der anderen ab. Das klingt dann so. Und dabei ist es egal, wie lang ich die mache. Dann klingt eine 808-Note einfach so lange, bis eine andere gespielt wird. Ist in den meisten Fällen nicht unbedingt das, was man möchte. Also kann man hier im Envelope-Tab ein Envelope aktivieren. Dazu habe ich den Delay komplett runter gemacht, den Hold komplett auf volle Pulle, Decay runter und Sustain und Release so ganz, ganz leicht, damit die 808 nicht einfach abrupt endet, sondern noch so müh nachklingt. Das klingt einfach ein bisschen natürlicher und schöner, wie ich finde. Also programmieren wir hier einfach mal einen 808-Pattern ein und ich finde es immer ganz, ganz gut, wenn man zur Clap immer aufhört, die 808 spielen zu lassen, weil dadurch die Clap bzw. die Snare oder auch der Rimshot immer noch mal so ein bisschen mehr Druck und Energie bekommt. Ich spiele das Ganze mal ab. Ja, was machst du jetzt aber, wenn du zum Beispiel ein 808-Sample hast, wie dieses hier?
was dir etwas zu kurz ist und was du gerne etwas länger haben möchtest. Dann kannst du das machen, indem du es dir hier reinziehst, Rechtsklick, ein Audio-Editor öffnest und dann dir eine Stelle raussuchst, wo ungefähr die 808 ähnliche, sagen wir mal, eine ähnliche Welle hat, eine ähnliche Wiederholung. Das klappt nicht immer bei jeder 808 so zu 100%, aber dann klickt man hier sich beispielsweise diese Stelle raus und klickt hier oben auf Set Loop. Kann es erstmal akzeptieren, das klingt jetzt noch nicht so zu 100% perfekt, deswegen mache ich es nochmal rückgängig und versuche wirklich hier ganz, ganz genau reinzugehen und hier eine Stelle zu finden, wo es sich gut loopen könnte. Probieren wir es mal hier. Und ja, probieren es nochmal. Akzeptieren das Ganze einfach mal, müssen sicherstellen, dass wir hier wieder alles markiert haben mit der Maus einfach und können uns dann das Sample hier wieder reinziehen. Und wenn ich jetzt hier auf Use Loop Points das Ganze aktiv habe und eine Taste ich gedrückt habe, spielt die 808 so lange, bis ich die Taste wieder loslasse. Sehr coole Taktik, falls man da eine 808 hat, die man gerne länger machen möchte. Funktioniert auf die Art und Weise nicht zu 100% perfekt immer, aber durchaus habe ich das schon mal in dem einen oder anderen Track benutzt. Jetzt zum vierten Tipp, und zwar 808 Drill Slides. Drill ist ja eine Musikrichtung, die aktuell auch im Deutschrap jetzt immer mehr, sage ich mal, Beachtung bekommt, und da ist es halt häufig, dass es dort sogenannte 808 Slides gibt. Und ich habe hier mal in dem Pattern 3 eine 808 Slide gebaut und wir hören uns das Ganze mal an. So, da war es. Also ich spiele es nochmal kurz ab, die Stelle. Wie habe ich das gemacht? Ganz, ganz einfach im Endeffekt. Du hast hier dein 808 Pattern und hast hier diese 808 und hast sie hier unten und machst eine neue Note, indem du reinklickst. Diese Note muss aber aussehen wie hier oben, und zwar eine Slide 808 sein. Das machst du, indem du doppelt auf deine Note raufklickst. Hoch. Nanu. So. Und dann kannst du hier den Slide aktivieren und drückst auf Akzeptieren und dann kriegst du hier so eine Note rein. Und je nachdem, wie lang du die Note ziehst, so lang braucht auch die Note, um zu sliden. Also wenn ich es jetzt immer etwas länger mache, spiele es mal ab, dann slidet sie länger. Immer ausgehend von der unteren Note, die eine normale Note ist. Wenn die jetzt hier unten auch eine Slide-Note wäre, dann würde es sich so anhören. Genau, dann würden wir nichts hören. Deswegen ganz wichtig, dass du immer unten eine normale Note machst und oben die Slide-Notes. Eine weitere Technik, die es halt in Drillbeats sehr häufig gibt, ist das Panning der Slides. Ja, dazu gehst du hier unten auf Control und Note Panning und dann habe ich hier eine sehr, sehr, sehr weit nach rechts und die andere sehr, sehr weit nach links gepannt, und dadurch hat man so einen ganz geilen Effekt, dass die 808 normalerweise in der Mitte ist und dann so auf einmal in dem Slide nur rechts und nur links kommt oder deutlich rechts und deutlich links, und dadurch kriegt das Ganze noch so ein bisschen mehr Spannung und es klingt interessant. Genau, früher hätte man das nicht gemacht, aber heutzutage ist es eigentlich eine ganz gängige Taktik mit seinen 808s. An der Stelle nochmal kurz eine Erklärung zu diesem 808-Pattern, was ich hier drinne habe und wie ich das Ganze gemacht habe. Wir sehen ja, dass es hier immer genau auf die Kick kommt. Dazu auch ganz einfacher Trick, du nimmst dein Kick Pattern, was ich hier habe, kopiere es. Ich mache mal ein neues Pattern hier und füge das ein. Ich gehe nochmal zurück und ziehe mir hier nochmal meinen Sampler, paste hier rein mit den Ghost Notes, und dann kann ich hier in der Piano Roll einfach gucken, wo ich meine 808s hinverteile. Ja, also mach die mir hier etwas kürzer
Und dazu paste ich das Pattern mal hier rein, lösche das andere Pattern mal wieder raus und dann gucken wir mal, wie wir da zurechtkommen, indem wir die Taktik mit der Piano Roll und dem Sampler plus jetzt das mit der Kick einfach kombinieren. Dann passe ich die Länge an. Hier finde ich irgendwie eine 808 Slide angebracht. Kann man jetzt auch nach unten bringen. So, zack. Und so einfach habe ich meinen 808 Pattern einprogrammiert, passend zur Kick. Man muss nicht immer, ganz, ganz wichtig, auf jede Kick eine 808 setzen. Man kann auch teilweise 808s davor oder danach platzieren, um so einen gewissen Bounce reinzubringen. Das ist aber dann auch immer nach Geschmack. Ich sag mal, die Basic-Taktik ist, das Kick-Pattern zu kopieren erstmal, dann die 808s anzupassen und von da ausgehend Änderungen zu machen. Als nächstes möchte ich dir 808 Fades zeigen. Und das ist eine Taktik, die habe ich so häufig jetzt in 808-Videos noch nicht gesehen. Also smash mir den Like-Button auf jeden Fall rein. Falls du es noch nicht gesehen hast, würde mich megamäßig unterstützen. Und zwar nehmen wir dazu eine Slide 808. Ich klicke mir mal hier eine rein und setze die Velocity dieser Slide 808 komplett auf 0. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel bei der ersten Note direkt mal diese Slide 808 reinsetze, hören wir mal. Dann hast du die 808 und die 808 wird langsam leiser. Davor klang die 808 so. Hat abrupt aufgehört. Und der Unterschied ist einfach von so einer ja, Fade 808, sage ich mal, zu dem Envelope, dass du mehr Kontrolle hast mit so einer Fade 808 als beim Envelope. Beim Envelope kannst du nur einmalig die Ausklangzeit des gesamten Samples bestimmen. Bei einer so Fade 808 kannst du aber die Länge bestimmen. Wie schnell soll die 808 ausfaden? Nur ganz kurz. Oder auch ganz, ganz lang. Ne? Ich mache das mal so, zack, indem ich dir die ganz lang mache. Und der Fade ist viel smoother. Das kann man halt kombinieren, indem man halt es langsam ausfaden lässt und dann wieder eine 808 reinhittet. Und dadurch kriegt man einfach irgendwie so mehr Dynamik rein. Das macht das 808-Pattern interessanter. Und am Ende des Tages sind es immer diese Kleinigkeiten, die dein 808-Pattern von allen anderen unterscheidet und interessanter macht. 808 Reverse. Und was ist eine Reverse 808? Eine 808 Reverse ist auch eine Taktik, die ich so jetzt noch nicht häufig in anderen Videos gesehen habe. Dazu nimmt man sich einfach wie hier mal so eine 808 Note, die vor einer anderen Kick liegt, markiert sich die und drückt Alt und U. Durch Alt und U kann man die hier so choppen in FL Studio und ich mache das mal, habe die jetzt hier ganz klein gechoppt und nehme mir den Stift, Rechtsklick und ziehe hier so einen Fade-In rein und dadurch kriegt man einen ganz, ganz interessanten Effekt, der ungefähr so klingt. Ja, so die 808 wird von leise zu lauter, so vrumm. Und das ist jetzt bei dieser 808 hier spezifisch, finde ich, nicht so super passend, aber bei softeren 808s ist es mega, mega cool, dass man dadurch irgendwie so auf so einen Hit hinausarbeiten kann. Also du hast halt irgendwie so eine Stelle, wo eine kleine Pause kommt und dann eine Reverse 808, wamm, und dann ballert die richtig nice rein. Habe ich auch schon bei dem ein oder anderen Beat gemacht. Definitiv empfehlenswert. Genau wie der nächste Effekt, und zwar die Stutter 808. Die Stutter 808 ist eigentlich so ähnlich wie Tipp 6, sag ich mal. Und zwar ist es, indem man einfach ein 808-Pattern nimmt, wie hier zum Beispiel, was auf der Kick liegt, und dann geht man zum Ende hin und choppt es so ein bisschen ab und kann es so stuttern, also stottern auf Deutsch lassen. Und das einfach auch, um das Ganze interessanter zu machen. Da muss man halt immer auch ganz klar gucken, dass man da nicht übertreibt. Man kann diesen Stutter-Effekt auch machen, indem man hier in seinen Mixer-Channel geht und hier im Mixer-Channel sich zum Beispiel Grossbeat reinlädt in FL Studio und dann hier so ein
einen Starter-Pattern reinlädt. Ich persönlich empfehle das aber nicht. Das ist halt meistens eher relativ random. Ich würde es, wenn, irgendwie selber einzeichnen, falls man es überhaupt benutzt. Gut. Dann als nächstes kommen wir zum Tape-Stop-Effekt in der 808. Auch der Tape-Stop-Effekt ist eine eigentlich recht nice Sache. Den Tape-Stop-Effekt kann man auf unterschiedlichste Art und Weisen erzeugen. Das einfachste wäre natürlich auch, wenn wir hier in den Mixer reingehen, uns wieder eine Instanz zum Beispiel von Grossbeat reinladen oder auch von Cable Guys, Shaperbox, damit kann man das auch machen, von Cable Guys oder halt wie gesagt Grossbeat, und dann gibt es hier einfach diesen Tape-Stop-Effekt. Das ist Basic Effekt 10. Oder man geht rein und nimmt für sich eine Slide 808 und packt sie sehr, sehr tief. Das hört sich auch ein bisschen an wie so ein Tape-Stop. Muss man halt gucken, dass man nicht übertreibt. Aber funktioniert auch. Ich mach mal Grossbeat aus, dann hört man es besser. Kann man es auch noch so machen, dass man das am Ende wiederum zu Null faden lässt. Dann hat man auch so eine Art Tape-Stop-Effekt in seiner 808. Auch ziemlich nice. Du hörst schon, das sind alles Sachen, das kriegt man aus so einer normalen 808 nicht raus. Da muss man einfach ein bisschen anpacken und da diese ganzen Techniken kombinieren, um am Ende ein richtig geiles 808-Pattern zu machen, was sich mal wirklich von der Masse abhebt. Nun kommen wir zu Tipp 9 und 10, und Tipp 9 und 10 sind ganz einfach 808-Mixing-Techniken. Dazu nehme ich mal hier mein vorgefertigtes 808-Pattern, was ich bereits angefertigt habe, und gehe auf meinen Mixer, und ich habe hier im Mixer schon tatsächlich etwas reingeladen, und zwar ein Fruity Limiter. Der dient zum Sidechain-Compressing. Dem einen oder anderen ist jetzt vielleicht Sidechain-Compressing schon ein Begriff, deswegen handle ich es nur noch mal kurz schnell für die ab, die es noch nicht kennen. Sidechain-Compressing solltest du bei jeder Kick und 808 machen, da die im selben Frequenzspektrum spielen und du zu viel Energie in den Tiefen hast, die du dann beispielsweise im Master nicht mehr, ja, wieder ordentlich zusammenkriegst, ohne dass das Ganze an Punch verliert. Deswegen Sidechain Compressing, und dazu klicke ich auf die Kick, die ich hier auf Kanal 1 geladen habe, klicke hier unten auf diesen grünen Pfeil, und dann normalerweise sieht es so aus, dass hier das gesamte Signal in die 808 reingeht, und ich spiele es mal ab. Klingt jetzt fett, aber es bedeutet, dass der Sound von der Kick automatisch in die 808 reingeht, und wenn wir das nicht wollen, so wie in meinem Fall, drehe ich das komplett hier auf 0, sodass das Signal zwar reingeht, ich das für Sidechaining im Fruity Limiter benutzen kann, ich aber nicht zusätzlich noch Gain hinzufüge. Also, hier im Fruity Limiter habe ich die Einstellung wie folgt gemacht. Zuerst einmal gehe ich hier auf die Kompressor-Einstellung, nicht auf die Limiter-Einstellung, und klicke bei Sidechain mit Rechtsklick auf meinen Kanal, hier in dem Fall meine Kick, und dann drehe ich die Attack auf ganz gering, die Release-Zeit irgendwas zwischen 25 und 100, ich würde aber sagen, irgendwas zwischen 30 und 50 ist für die meisten Fälle eher geeignet. Die Ratio ungefähr auf 5 zu 1 und den Threshold, den stelle ich halt so ein, bis ich finde, dass gut klingt. Ich deaktiviere das Ganze nochmal und aktivieren. Du hörst, die Kick, die schlägt einfach viel mehr durch, die hat viel mehr Transparenz, und das ist natürlich sehr wichtig in so einem Mix, dass du nicht irgendwie Kick und 808 so zusammengematscht hast und du die gesamte Transparenz verlierst. Das ist der Unterschied von einem Anfängerlevel und einem Pro-Level, was das Mixing von Kick und 808 angeht. Dann als nächstes, siehst du es vielleicht schon, habe ich hier den Fruity Fast Distortion oder auch den Saturation Knob reingeladen. Und zwar, Saturation von 808s ist eine ganz wichtige Geschichte, sage ich mal. Es gibt auch noch beispielsweise das Diabolo-Plugin, auch von Cymatics, was kostenlos ist. Ich gucke gerade, genau, Cymatics Diabolo Lite, ich hoffe es lädt.
Genau, und hier kann ich auch. Meine 808 bearbeiten. Wichtig ist immer bei diesen Saturation-Plugins, wie du gerade gesehen hast, ne, hier am Ende immer noch den Output-Gain runterzustellen, weil wenn durch das Plugin einfach nur der Gain erhöht wird, dann hat man das Gefühl, es klingt besser, aber es ist einfach nur lauter geworden. Unser Gehirn lässt sich da gerne täuschen und glaubt, dass etwas nur, weil es lauter ist, besser klingt. Ne? Ansonsten, falls du diese Plugins nicht hast oder auch Saturation-Knob, zeige ich auch nochmal kurz, relativ einfach einen Knob, wo man die Saturation einstellen kann. Dann kannst du auch den Fruity Fast Distortion benutzen, den aber wirklich, was Mix on Threshold angeht, ziemlich runterfahren. A und B musst du einfach mal vergleichen, was für dich besser klingt. Ich finde eigentlich B mit ganz, ganz bisschen Mix hier so ungefähr auf 10, 11 Uhr und Threshold auch so in dem Dreh ganz angenehm. Ich mache Mix mal hoch. Aus. Und an. Ich denke, gerade auf kleinen Handyboxen sollte man das definitiv besser hören mit Saturation. Und deshalb der Tipp, benutze Saturation für deine 808s, damit das Ganze nochmal so ordentlich fett und beefy wird, damit man es auch auf kleinen Lautsprechern hören kann. Was nämlich passiert, wenn du das Signal saturatest, zeige ich dir einfach mal hier, indem ich mir ein EQ öffne und den Fast Distortion und achte mal genau auf die Frequenzen, während ich hier den Mix hoch und runter drehe und den Threshold. Nano. Wie du sehen kannst, die 808 gewinnt an Hochtönen dazu, also das ist eine harmonische Verzerrung, die dafür sorgt, dass die 808 in den höheren Frequenzen auch nochmal ordentlich was dazu bekommt, was wichtig ist, um auf kleineren Lautsprechern gehört zu werden. Deswegen, wenn du fertig bist mit deinem 808s, dann hör die dir definitiv nochmal auf kleineren Boxen an, zum Beispiel auf Handy-Lautsprechern, und erst wenn sie da wirklich gut zum Vorschein kommen, dann ist das Ganze, denke ich, auf einem guten Level. Als letzter Tipp zeige ich dir nochmal meinen Lieblings-Mixing-808-Tipp, und zwar wie du 808 und Kick so ordentlich zum Punchen kriegst, ohne die Transienten zu verlieren. Der eine oder andere kennt den Trick schon, aber ich zeige ihn nochmal. Es ist einfach der Fruity Soft Clipper oder auch ein anderer Clipper. Da gibt es Little Clipper, habe ich zum Beispiel noch. Aber der Fruity Soft Clipper ist der Standard Clipper, deswegen zeige ich es. Ich habe ihn hier geöffnet und lasse ihn komplett in den Standardeinstellungen. Nehme meine Kick, route sie auf diesen Drumbass, auch indem ich hier unten dieses, jetzt Licht ausgegangen, diesen kleinen Pfeil drücke und hier unten den Pfeil wegdrücke vom Masterkanal. Das genau dasselbe mache ich mit der 808 und das habe ich jetzt auch mal mit meinem Piano gemacht. Ich nenne es mal noch Piano. Und jetzt kann ich die Kick und Snare und 808 so weit dort reinfahren, dass sie nicht hörbar übersteuern. Sie übersteuern zwar, sie klippen zwar, aber bis zum gewissen Punkt kann man es nicht hören und dadurch kriegt man diesen harten, fetten Sound, ohne am Ende tatsächlich zu übersteuern, ungewollt zu übersteuern und ohne das Signal irgendwie in einem Limiter ordentlich zu komprimieren, dass es halt an an einfach Lebendigkeit verliert. Ohne Soft Clipper. Mit Soft Clipper. Mit Soft Clipper verändert sich das Signal eigentlich nicht großartig, aber wir gewinnen 3 dB mehr Headroom dazu, was halt natürlich im Mastering uns wieder zugutekommt, dass wir mehr LUFS haben und mehr Lautheit, was uns natürlich im Gegensatz zur Konkurrenz mehr durchsetzen lässt.
Ja, das war es auch schon mit diesem Video für heute. Es war ein etwas umfangreicheres Video hier in dieser Reihe zum Thema Tipps in FL Studio. Wenn du dir noch mehr Vorschläge wünschst, wozu du gerne noch mal eine detaillierte Technik hättest oder alle Techniken, die ich kenne, dann schreib mir das gerne in die Kommentare. Oder falls du eine 808-Technik kennst, die ich noch nicht in diesem Video hatte, würde mich megamäßig interessieren. Ich glaube, ich habe so gut wie alles abgedeckt, was ich jemals irgendwie gehört, gesehen oder gelesen habe. Und dann geht's ab zur Endcut. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Vergiss wie immer nicht, hier oben nochmal vorbeizuschauen. Da habe ich dir nochmal ein anderes, sehr, sehr interessantes Video verlinkt. Hier in der Mitte kannst du abonnieren. Und unten kommst du zur Beat-Playlist. Da habe ich letztens einen ziemlich nicen Drill-Beat hochgeladen, wo ich einige dieser 808-Techniken natürlich angewendet habe. Und guck auch gerne mal auf beatmaking.de vorbei, denn da habe ich 3 kostenlose Beats zur kommerziellen Verwendung für dich in unseren Newsletter gepackt. Bis dahin, mach's gut, bis bald und ciao!